Wir leiten hier die Kinematik ein. Die Kinematik ist die Studie von Bewegungen, ohne sich mit ihren Ursachen, das heißt mit Kräften und Konsequenzen, zu befassen. Gegenüber der Seilbahnkabine ist Obelix in Ruhelage, aber gegenüber diesen Türmen ist er in Bewegung. Ruhelage und Bewegung sind also relativ. Das bedeutet, man beschreibt eine Ruhelage sowie eine Bewegung gegenüber einem Bezugskörper. Die Laufbahn dieser Bewegung ist eine geradlinige Strecke. Als Bezugskörper können wir zum Beispiel diesen unteren Turm nehmen und diesen Bezugskörper versehen wir jetzt mit einem Bezugssystem. Hier reicht eine X-Achse mit Ursprung und Längeneinheit. Eine Bewegung wird immer durch Distanzen, eventuell in einem Bezugssystem, und durch die Zeit beschrieben. Wir drücken eine Distanz d oder x in Meter m aus und eine Zeit t in Sekunden s aus. Die Einheit einer Länge ist also Meter und die Einheit einer Zeit ist Sekunden. Hier ein weiteres Beispiel. Die Laufbahn ist geradlinig. Das Bezugssystem kann zum Beispiel so gewählt werden. Und wir beschreiben diese Bewegung mit Distanzen in Meter ausgedrückt und Zeiten in Sekunden ausgedrückt. Hier ein weiteres Beispiel. Ab einem gewissen Moment wird der Fahrradfahrer immer schneller. Genau in diesem Moment beginnt die Beobachterin, die Zeit zu messen. Die Laufbahn dieser Bewegung ist geradlinig. Als Bezugssystem können wir die X-Achse so wählen, mit dem Ursprung da, wo das Mädchen beginnt, die Zeit zu messen. Und natürlich muss auch eine Längeneinheit angegeben werden. Und so können wir diese Bewegung schön beschreiben. Wie immer mit Distanzen in Meter ausgedrückt und Zeiten in Sekunden ausgedrückt. Nochmal, der Fahrradfahrer wird ab hier immer schneller. Hier ein weiteres Beispiel. Als Laufbahn dieser Bewegung können wir diese Kreislinie nehmen und hier sind im Bezugssystem zwei Achsen erforderlich, um diese Bewegung mit Distanzen und Zeiten zu beschreiben. Ein weiteres Beispiel, die Laufbahn ist dieser Kreisbogen. Um diese Bewegung zu beschreiben, benötigen wir im Bezugssystem zwei Achsen. Und in diesem Bezugssystem können wir diese Bewegung mit Distanzen und Zeiten beschreiben. Hier ein weiteres Beispiel. Die Laufbahn dieser Bewegung ist diese Strecke. Als Bezugssystem können wir zum Beispiel dieses wählen. Und in diesem Bezugssystem können wir dann diese Bewegung anhand von Distanzen und von Zeiten beschreiben. Noch ein Beispiel, die Bewegung der Elektronen um den Kern eines Atoms. Hier ihre Laufbahnen. Und um diese Bewegungen zu beschreiben, benötigen wir ein Bezugssystem mit drei Achsen, weil diese Bewegungen dreidimensional sind. Wir werden auch diese Bewegungen in solch einem Bezugssystem anhand von Distanzen
und Zeiten ausdrücken.